Die Hausentwässerung im Branchenmodell Massivbau wird gesteuert und zwar komplett im Register Außenanlagen und Grundstück. Bitte Achtung, das, was standardmäßig berechnet wird, ohne dass Sie hier in dem Bereich, der heißt wegen der Hausentwässerung außerhalb der Baugrube, ohne dass Sie hier irgendetwas einstellen müssen, sind die Grundleitung unter der Fundamentplatte. Das heißt also, es gibt im Branchenmodell Massivbau eine Position, die die Quadratmeter Grundfläche entweder des Kellers oder der Bodenplatte des Hauses greift und die einen Preis hat eben pro Quadratmeter Grundfläche. Ansatzmäßig ist dort einlaufender Meter Entwässerungsrohr pro Quadratmeter Grundfläche hinterlegt, der eben berechnungsmäßig dafür sorgen soll, dass eben alles das, was an Grundleitungsführung unter der Bodenplatte ist, preislich entsprechend bewertet wird. Und es ist ebenfalls so, dass die Druckprüfung der Grundleitung im aktuellen Branchenmodell, das heißt also ab, ich glaube 2017 ist es gekommen, wo die DIN-Veränderung war, dass dies eben standardmäßig auch voreingestellt ist. Bei allem anderen sehen wir, dass wir hier die Möglichkeit haben, entsprechende Erfassungen für die Hausentwässerung vorzunehmen. Und das hat eben ganz, ganz stark damit zu tun, wie bei Ihnen entsprechend die Baubeschreibung, diese Entwässerungsleistungen, die eben jetzt nicht unter der Grundplatte sind und die nicht eben nur die Mediendurchführungen nach außen sind, welche eben im Rohbau bei Boden- und Wanddurchführungen gesteuert werden können, wie eben Ihre Baubeschreibung diese Hausentwässerung vorsieht. Falls es bei Ihnen so sein sollte, wie im Standard des Branchenmodells Massivbau, dass weiterführende Entwässerungen nicht enthalten sind, im Standard wohlgemerkt, dann wäre in der Voreinstellung der Sonderausstattung in der Masterkalkulation das Ganze eben so zu belassen. Lassen Sie uns kurz durchgehen, was hier entsprechend vorgesehen ist. Zum einen ist es so, dass die Entwässerung entweder mit 100er, 150er oder 200er Rohrdurchmessern erfolgen kann und Sie zum einen die Möglichkeit haben, für entsprechende Angebote die Laufmetern zu erfassen und ebenso zusätzlich die Bögen für die jeweiligen Querschnitte. Die Spülschächte für die Drainage können entsprechend eingestellt werden auf 0,5, 1,5 oder 2,5 Meter und sie werden entsprechend nur dann kalkuliert und das ist etwas, was eben hier im Text nochmal steht. Wählen Sie hier die Höhe der Drainageschächte aus. Diese werden für die erfassten Drainageschächte verwendet. Die Drainageschächte werden nur kalkuliert, wenn die Ringdrainage gewählt ist. Das heißt also, hier entsprechend die Möglichkeit, die Spülschächte für die Drainage von der Höhe her zu definieren. Und Achtung, bei den verschiedenen Erdarbeiten drüben gibt es die Ringdrainage und nur wenn die Ringdrainage entsprechend angewählt ist, dann wird eben auch die erfassten Drainageschächte kalkuliert. Achtung, wenn die Ausführung Ringdrainage gewünscht, wählen Sie diese bitte hier aus. Beachten Sie, dass nur bei gewählter Ringdrainage die erfassten Drainageschächte kalkuliert werden. Das heißt also, wir können hier die Höhe einstellen und haben natürlich entsprechend die Aufgabe, dann die entsprechenden Anzahl der Schachte, der Schächte entsprechend zu definieren. Spülschächte, Sickerschächte. Ebenfalls zusätzlich noch gibt es die Möglichkeit, den Bodenablauf mit Geruchsverschluss zu definieren und den Bodenablauf mit Geruchsverschluss und Rückstauventil. Und das sind die entsprechenden Erfassungen für die Bodenabläufe und die Spül- und Sickerschächte. Was die Wasserhaltungsmaßnahmen angeht, so ist es so, dass eben hier nur gesagt wird, ohne mit. Das heißt also, zusätzliche Wassermaßnahmen können entsprechend vereinbart werden. Beachten Sie bitte, dass zusätzlich und unabhängig davon eben der Pumpensumpf, ne, wird die Wassersituation des Baugrundstumpfes einen Pumpensumpf benötigt, stellen Sie diesen bitte hier ein. Also der Pumpensumpf ist unabhängig von den Wasserhaltungsmaßnahmen eben entsprechend, wenn es die Baugrubenbedingungen erfordern, zusätzlich vereinbar.
Für das Thema Rückstausicherung, Abwasser gibt es verschiedene Ausführungen, das heißt also von Kontrollschacht über die Staufix-Ausführung, jeweils Fäkalien geeignet und nicht Fäkalien geeignet. Ebenso, wenn es für die Kellerausführung nötig ist, die Varianten, dass eben Minilifter, Aqualift, ne, und Fäkalienhebeanlage entsprechend vereinbart werden kann. Schmutzwasserkontrollschacht kann entsprechend hier dann in der jeweiligen Höhe von 1 Meter bis 3 Meter Höhe eingestellt werden. Den Einbau der Schachtsohle, der kann entsprechend definiert werden für mit der Gerinne, Reinigungsrückstauverschluss und Doppelrückstauverschluss. Die Voraussetzung der Kalkulation der hier ausgewählten Einbauten ist, dass im Schmutzwasserkontrollschacht ist die Auswahl, ne, eines Schmutzwasserkontrollschachtes nötig. Das heißt also nur dann, wenn wir eben einen Schmutzwasserkontrollschacht in irgendeiner Höhe haben, dann wird dann logischerweise nur in dem Falle die Einbauvariante in der Schachtsohle entsprechend kalkuliert. Deswegen gibt es hier nicht nochmal die Ausführung ohne. Der Regenwasserkontrollschacht kann ebenfalls ausgewählt werden. Auch hier, ne, ist entsprechend die Höhe von 1 Meter bis 3 Meter entsprechend nötig. Hier gibt es keine weiteren Einbauten in die Schachtsohle. So, das erstmal zur Oberfläche. Bitte Achtung, Branchenmodell Holz ist ein bisschen anders aufgebaut. Dort ist ein Teil in auseinandergenommenen Grundstücken, anderer Teil im Bereich Massiv- und Kellerbau angesiedelt. Deswegen, ne, dort nochmal ein entsprechendes Video.